Einen fröhlichen guten Tag, meine lieben Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Call Wollo. Hallo, Wollo. Heute ist der beste Tag eures Lebens. Und wisst ihr warum, liebe Freunde? Denn wir gucken uns heute ein Video von den Prank Bros an, die jetzt einen neuen Namen haben, was ich heute erst erfahren habe. Und was ich auch heute, was heute eine Premiere für mich ist, ich will das erste Mal die Stimmen der Prank Bros hören. Echt? Ja, ich glaube, ich habe noch nie ein Video von denen gesehen. Ach so. Ja, und warum machen wir das? Grüße gehen raus an Kevin und Marvin, ne? Große Vorbilder. Wir suchen natürlich ein bisschen Inspiration, ne? Was wir so machen können. Dementsprechend, ja. Wir sind ja quasi wie die Prank Bros, nur in Fett. Gucken wir mal, womit die ihr Geld machen, ne? Da bin ich doch interessiert. Heute gucken wir uns an hohes Essen versus flaches Essen. Challenge. Ja, und da bin auch immer da die Challenge ist. Da bin ich gespannt, ne? Ja, ich auch, Cornel. Deswegen, hau mal raus! Ich bin's Marvin. Heute gibt es flaches Essen versus hohes Essen. Leute, ihr wisst Bescheid, wie die versus Challenge funktionieren. Wir haben unsere Speiseglocke am Start. Dort unter befindet sich entweder hohes Essen oder plattes Essen. Genau. Bin gespannt, was wir alles bekommen werden. Bin auch gespannt. Ich hab sehr, sehr Hunger. Hat doch übrigens jemand von der Community vorgeschlagen. Danke dafür. Yes, Daumen hoch jetzt schon mal für eine... Okay, also... Kommt noch mega mit? Stabiler Vorschlag von der Community. Leute, ihr natürlich auch einen Daumen hoch, ne? Ja, normal, Digga, ist doch schon 400 neuer Standard, Con, du weißt doch selber Bescheid. Ja, klar, ist 400 doch, ist... Ist den Leuten doch klar, solange da noch nicht die 4 am Anfang steht, buddern die doch wie die Wilden. Ich hoffe, ne? Ich hoffe. Das wissen die. Und ihr wisst, wenn wir bei 500 angekommen sind, ist dann 4000, ne, der neue Standard. Leute, aber was ich hier interessant finde, ich weiß nicht, ob jetzt noch eine Erklärung kommt, aber die Challenge ist also, dass unter einer flaches Essen ist und unter der anderen hohes. Ist das die, ja, ist doch krank, oder? Ist doch mega, geht doch mega ab. Also ja. Da weiß ich gar nicht, vor Spannung bin ich schon am zerbersten. Ja. Eine neue Versus Challenge und schreibt gerne in die Kommentare, was für Versus Challenge ist. Das gegeneinander. Also was ist da gleich der Gegeneinander-Fakt? Also was könnte es sein? Und wie kann man flaches gegen hohes Essen antreten lassen. Das ist halt. Das ist halt so, wie wenn man einen Judo-Kämpfer gegen einen Sumo-Ringer antreten lässt, ne? Ich glaube, der Sumo-Ringer gewinnt. Ja, ich denke auch. Noch machen können. Genau, da würde ich sagen. Runde Lego! Okay. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Zack, du hast gewonnen. Ich. Bleibe bei meiner Speiseglocke. Okay. 3, 2, 1. Und jetzt? Das eine ist ein Calippo-Eis, das ist geil. Das andere sind Tuck-Cracker, das ist geil. Und was ist jetzt? Wo ist jetzt? Und weiter? Schnick, schnack, schnuck, worauf, und warum musste man da jetzt schnick, schnack, schnucken? Und warum musste man da hin und her dingsen? Wieso? Ich weiß nicht, vielleicht kommt das ja jetzt noch. Was haben wir hier? Tuck? Stimmt. Boah, hab ich allein schon gegessen. Ich habe ein Calippo. Sehr flach. Ist das Zitrone? Oder ist das... Nee, Cola. Oh, also laut dem Deckel ist es Cola, ich wollte gerade sagen. Ja, schmeckt. Das war also richtig ungewohnt. Ich wusste gar nicht, dass es mit Käse gibt. Leute, hier Calippo. Okay. Einfach Cola. Das riecht voll lecker, Mann. Riech mal. Ist auch nochmal saftig. Guck mal, schmeckt. Das ist auch lecker. Oh, meine Zähne. Ey, früher in der Kindheit immer gesuchtet. Mhm. Voll das vergessen. Voll das vergessen, nice, ey. Krass mit Käse. Alter, da könnte ich niemals so reinbeißen, Alter. Mir geht gerade alles kaputt. Aber ja, ist auch einfach. Meine Zähne drehen gerade durch. Meine Zähne rasten aus. Kann ich gar nicht sehen, ey. Boah, du kannst doch nicht so in Calippo beißen wie ein Butterbrot. Also, in Eis beißen. Heftiger Typ, Bruder. Irgendwann kann man das ja tun, aber das ist doch oben noch relativ fest. Ich hab sowieso momentan so ein bisschen Probleme mit dem Mundraum und den Zähnen und Also jetzt auf jeden Fall, das läuft bei ihm. Hat mich beeindruckt, aber. Käse. Hat sowas wie Käsenabschuss, nur als Zucker halt. Kalt, ganz interessant. Ist das jetzt. Wer kriegt den Punkt, Cornel? Was glaubst du, wer gleich den Punkt kriegt? Ich meine. Im Versus. Ich meine, der. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wer wäre es. Der Kelvin, glaube ich, links. Ich weiß nicht. Ist auch egal. Der mit dem Calippo-Eis. Der hat schon eine harte Challenge, ne? Weil so ein Eis ist sehr kalt. Das sieht gerade sehr schmerzhaft für ihn aus. Ich meine, wenn man da so reinbeißt,
Das könnte selber vielleicht schuld. Der Grund sein, ne? Aber. Selber schuld. Ja, mach mal weiter, ich will jetzt endlich wissen, wie man. Ist normal oder mit Käse? Aber normal. Normal besser, ne? Fühle ich mehr auf jeden Fall. Aber ganz interessant. Das kommt gerade richtig geil. Wo kann man direkt schon beißen? Weg. Geil. So, zweite Runde. Okay, Leute, ich bin wieder da. Ich musste kurz an der Tür. Der DHL-Boot hat geklingelt. Und ja, wir gucken jetzt aber kurz, was jetzt hier die Konklusion war. Beißen? Gibt keine. Weg. Geil. So, zweite Runde. Hä? Wer hat jetzt gewonnen? Ich bin mal gespannt. Am Ende werde ich darüber entscheiden, ob das, was da gemacht wurde, überhaupt Content ist. Ne? Weil aktuell bin ich mir noch nicht sicher, ob das überhaupt Content ist. Ja. Ne? Da bin ich noch nicht hundertprozentig eins mit. So, richtig. Ja, gucken wir mal. Nochmal weiter. Wir könnten ja mal predikten, was kommt, Wollo. Was könnte ein flaches Essen noch sein und ein hohes? Krebs. Und ein Pudding. Ja gut, der Pudding war auf dem Thumbnail. Ja. Ich weiß. Hey. Schnick, schnack, schuck. Dann ein Stück Pizza. Bleib bei meiner. Oder Brot. Ein Pizza ist gut, ja. 3, 2, 1. Oh, guck mal. Wo, kennst du gar nicht. Im Grunde der Schokolade, ne? Dime Schokolade, boah, die sieht lecker aus. Alter! Ich hasse Dime. Was? Das ist einfach nur so harte Scheiße. Boah, aber so eine... Dime ist... Ich mache jetzt eine Ansage. Ansage an Dime. So, Dime, hört mir gut zu. Oh, ihr seid die beschissenste Schokolade, die es auf dem Markt gibt. Ansage ist raus. Ich mache auch eine Ansage, Dime. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Alter. Es gibt nichts Geileres, dieses... Oh mein Gott! Hast du dann keinen Blister Dime gekauft? Mach ich gleich. Hast du da auf jeden Fall. Und ich habe hier eine Götterspeise. Ich bestell mir ja. Ich hätte auf jeden Fall lieber die Götterspeise. Ich sag dir, wie es ist. Leute, kleiner Spoiler. Ich werde mir gleich Messer und Schneidebretter bestellen. und ein Herd. Und ein Herd wahrscheinlich. Nicht wahrscheinlich, ganz bestimmt. Und ich sag mal so, ne, wenn da ganz zufällig ein Blister Dime noch im Warenkorb liegt, ne? Dann kann ich mich da ja nicht gegen wehren. Passiert es einfach, ne? Passiert manchmal, ne? Kann manchmal, ist einfach drin. Ja, mach jetzt, ich will die Scheiße jetzt sehen. Ich bin gespannt, wie die schmecken wird. Ich guck, ob die jetzt rauskommt. Probier aus. Kommt sie raus? Das macht man nicht. Nein, das macht kein Mensch. Okay, spritzt sich niemand, Doppelpunkt? Nichts? Das macht man nicht. Oder Mel, keine Ahnung. Machen das. Ja, macht keiner. Weiter. Er funktioniert ja auch nicht. Vielleicht, wenn du die aufschneidest. Oh, einmal. Dann wird die so schön. Oh, boah, die sieht krass aus. Alter, wie die aussieht, Mann. Boah! Guck mal, wie die aussieht, Alter! Die Gönnerspeise. Immer noch kein Content. Die funktionieren gerade hier. Dafür falls du einen Nahaufnahme, Leute. Sieht richtig geil aus. Eigentlich wäre das jetzt ein hoher Turm, aber leider ein bisschen auseinandergefetzt. Einfach geil. Schmeckt. Du räudiger Hund, Junge. Du räudiger Schweinchen hier. Schwein. Oink, oink. Boah. Wieso ist er das mit den Händen? Ja, weil Kinder das witzig finden. Mach weiter. Oh, lecker. Aber du brauchst gar nicht großartig Pause drücken, weil die erzählen ja sowieso nichts. Wir können da ruhig zwischenreden. Ja, aber die Leute haben sich ja beschwert, dass das immer so leise ist. Deswegen habe ich es jetzt mal lauter gemacht, glaube ich. Ne, und deswegen die Hintergrundmusik und so. Ja, aber in diesem Fall ist es. Lecker. Deine Schokolade, krass. Habe ich vorhin unterschätzt. Du musst auch nochmal lecker. Leute, aber ich bin ja auf Diät, ich darf nicht zu viel essen. Ja, aber lass mich doch heute einfach. Ich muss mir das auch. Ich auch, Leute. Ich muss lieber sowas hier. Nein. Ich auch. Grünzeug, bisschen auf meine Figur achten. Halbzeit, dritte Runde. Go. Das ist die Runde. Ja, Schnittfehler, nice. Der Cutter hatte auch wieder keinen Bock an dem Tag. Ne? Hat sich auch gedacht, ist doch scheißegal, ist doch sowieso kein Content. Und als ob es den Kindern auffällt. Lass drin! Okay, ich wette, du gewinnst wieder Schnick-Schnack-Schluck. Das ist einfach krank. Ich gewinne immer Schnick-Schnack-Schluck. Ey, das ist doch krank! Du hast irgendeinen Sensor in dir drin oder so? Du kannst nichts gegen mich ausrichten, Mann. Was ist das mit dir, Alter? Du kannst gegen mich nichts machen, Mann. Okay. Soll ich Zwillinge? Ja. Das war so dieser Moment. Ich muss mir ganz überlegen, sind die sich einfach nur ähnlich oder sind es Zwillinge? Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Ich glaube, das sind Brüder.
Also keine Zwillinge. Die sehen sich sehr ähnlich. Aber ja, es gab so diesen Moment gerade, wo der Kuss hätte fallen können. Hast du den auch gespürt? Ja. Ja, ja. Der war so, wenn das jetzt eine Frau und ein Mann gewesen wäre, Alter, ich hätte es probiert. Ja, ja. Also, definitiv. Okay. Ich hätte es probiert. Was Nein. denkst du, hohes oder flaches? Flach. 3, 2, 1. Boah, wer kriegt da einfach eine Pizza, Alter? Oh mein Gott. Hä, ja, und leckere, er? Leckere, leckere Salami-Pizza. Ich habe ein trockenes. Pizza sieht gut aus. Bescheidenes. Was sagen darf. Baguette, was steinhart ist. Oh, das ist schon 50. Hä? Ja, was, hä? Stimmt. Warum überrascht es sie eigentlich? Die haben doch die Pizza da reingelegt. Weil Nein. das Baguette lag doch jetzt also, vor den Haufen entweder Tisch. Haben sie ja, also entweder haben sie es da reingelegt oder die haben Leute, die das machen. Ach, als ob, das haben die selber gemacht und jetzt haben die. Ja, mehr einfacher, ne? Anstatt die von dem Baguette irgendwie so viel abschneiden, dass sie das unter die Kuppel stellen können, lassen die das da eingepackt liegen. Ja, die wollen doch zeigen, wie lang das Baguette ist. Ist doch witzig. Prozent reduziert, ja. Vor allen Dingen ist ein Baguette doch nicht hoch. Das ist halt breit, aber... Auch wenn du es hinstellst, ja. Ja, nee, man stellt... Ist höher als eine Pizza. Ja, schon abends. Weil keiner das mehr haben will, Alter. Wenn man abends einkauft. Boah, mach schon Auge jetzt gerade drauf, ey. Oh, oh, oh. Ich hab hier was Langes. Trockenes, mein Freund. Ich sag gar nichts. Ah! Ach Gott. Boah, aber Wollo. Ja. Relatest du zu dem Baguette? Nee, überhaupt nicht. Hast du das noch nie gemacht, dass du dir so ein Baguette gekauft hast mit so Belag, den du gerne drauf haben willst und einfach so ein ganzes Baguette gefressen hast? Also nicht so ein Baguette, aber so Aufbackbaguettes, so größere, ne? Auch mal so 30 cm. Mit Kräuter. Und da habe ich dann, da habe ich dann, da habe ich dann Gurken, Eisbergsalat, ja. Salami, ja. Käse, Mayonnaise. Ja, ne? Ja, also so ein richtiges, so ein richtig geil. Und dann noch Pfeffer und Salz. Stark. Also so ein richtiges Sandwich, ne? Ja, das stark. Das ist schon geil. Das ist, macht drin aber auch Spaß. Ja, und so ein ganz, richtig, wie es ist. So ein ganzes Baguette kaufen ist halt auch stark. Oder einfach ein Pot Tzatziki mit einem Fladenbrot. Das ist auch geil. Mmh, ja. Das geht auch fit. Aber letztendlich, wenn man so drauf rumkommt, ist es schon irgendwie okay so. Ist halt ein Brötchen trocken, aber ein schöner Dip wäre eigentlich schon geil. Jetzt geht so lecker, ist ja auch nicht. Weil es ist so ein Baguette. Ist okay. Ja, aber was sehe ich hier gerade? Mir ist immer noch nicht klar. Ja, eine Challenge. Was ich hier sehe, zeigen die uns einfach nur, was flaches Essen ist und was hohes Essen ist, was es da so gibt? Nein, das ist kein Informationsvideo, das ist eine Challenge. Das ist hier gerade ein Wettstreit, ja? Ah, ja. Und am Ende wird wahrscheinlich, steht gerade knapp. Knapp zu knapp. Okay. Leider nicht. Mehr sah auch sehr lecker aus, als sie ist. Sah auch sehr bescheiden aus. Guck aber mal, der ist einfach eine ganz normale Pizza. Wenn ich das tun würde, würde ich nicht so. Mann. Ich habe versucht, 2 Kilo Gyros zu essen. Alter, ich bin so dumm. Sie schmeckt ja bescheiden, würdest du sagen? Ja. Also nicht so geschmackvoll. Der Teig ist so komisch. Alter, die beschweren sich auch noch. Liegt wahrscheinlich das Beste. Aber immer noch leckerer als so ein trockenes. Hartes. Ich mag auch Brot. Auf jeden Fall, manchmal, wenn man einfach so drauf rumkaut, es schmeckt auch so. Einfach so Brot, voll lecker. Runde 4. Are you ready? Go! Ich bin einfach nur. Ach, Mann, oh, warum fühle ich ein Leben, wie ich es fühle? Okay, Schnick, Schnack, Schnuck. Bam! Und ich bleibe bei dieser Speiseglocke hier. 3, 2, 1. Ein Geramon Scheibenkäse. Leute, ich habe was ganz Langes im Angebot für euch. Oh mein Gott. Oh, das fühlt der Freund jetzt. Also jetzt bin ich, glaube ich, gekommen. Ist das Smarties? Ja. Denke ich mal, ne? Ist das kann man das als Display Smarties werden? Wo ich da jetzt aber auch wieder sagen muss, dass Smarties ja eigentlich ein flaches Essen ist. Ne? Das ist jetzt ein bisschen ja, fake. Das ist komplett fake. Und vor allen Dingen Scheibenkäse. Wow. Das ist Käse zu einer Scheibe geschnitten. Natürlich ist die flach. Ja, theoretisch könnte ich alles zu einer Scheibe schneiden. Du kannst auch eine Scheibe Baguette nehmen, dann ist die auch flach. Ja, das ist halt. Ja, ist halt auch kein Content, ne? Ich bleibe dabei. Ich sehe hier nichts im Grunde. Sehr. Nee, aber sehr cremig und. Oh. Bin ich mal gespannt, wie der schmeckt, die der schmeckt. Ja, magst du Geramon, also Brie? Das ist ja wahrscheinlich. Ist das Brie? Ich esse keinen Scheibenkäse so in der Regel. Ja, aber das ist ja Camembert, oder?
Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Käse. Okay. Ja, mal Feedback hier. Gehen wir mal. Boah, erstmal aufmachen. Schmeckt nach Sahne einfach. Nach Sahne? Voll nach Sahne, wie so leichte Sahnecreme. Krasser Käse, sehr, sehr cremig. Kann man also ab und zu snacken, würdest du öfter machen, ne? Nee, ich brauch, also ich mag eher so würzigen Käse. Ich ein bisschen zu sahnig. Ich brauche erstmal eine Schere. Okay, Leute. Komm, ich schütte das rein. Okay, Lenscher. Mal gucken, wie viel hier von reinpasst. Einmal bitte den Mund auf. Hier. Wie beim Zahnarzt. Ganz auf, hier. Okay. Schütte das mal langsam rein hier, ne? Warten wieder, ey. Oh, könnte ich sein. Oh, ich mach zu. Ich smarte rein. Ich sag dir so, wie es ist, wenn ich der wäre, der da sitzt, mir würde es gut gehen. Also ich bin ein glücklicher Mann. Ach Gott. Oh mein Gott. Alles voll. Boah, komm, Nachschub. Oh mein Gott, Leute. Hey. Fünfte Runde, ready, set, go! Ich bin einfach nur verwirrt. Ja. Stopp. Guck mal, ob diesmal auch wirklich was Hohes ist. Schnick, schnuck, schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, bam. Okay, ich bleib bei der Speiseglocke hier. 3, 2, 1. Was ist denn? Das ist doch super dumm, wenn da nie was drunter ist. Ach komm, ey. Jetzt halt wieder in der großen Box. Ich glaube nicht. Und der Marvin hat den richtigen Oschi. Ein, was ist das? Ein Zimtkuchen? So ein Zimtkuchen, ne? Ich meine jetzt mal, ich will mich ja nicht beschweren, aber... Das ist erstmal geil, was da ist, glaube ich. Das ist ein Honigkuchen, aber, oder? Ja, ist doch geil. Ja, nee, mag ich nicht, aber... andere Menschen aus meiner Familie, daher kenne ich den. Und... eine Scheibe Honigkuchen wäre jetzt wieder flach, oder? Ja, hab ich bei dir. Man stellt den auch nicht so hin. Damit das aber für das Video besser funktioniert, Cornel, stellt mir das jetzt so hin. Ja. Das ist aber lecker. Was, für den Geschmack? Was da steht da? Das ist ein Frühstückskuchen. Frühstückskuchen. Boah, der mit Butter. Oh, lecker. Sehr, sehr lecker. Ein bisschen trocken, ne? Da haben wir was. Und da wird das Ganze noch ein bisschen höher. Ich würde sagen, du musst das ja gleich alles schön versucht, so hoch wie möglich zu stapeln. Schaffst du das? Okay. Oh mein Gott. Ich liebe Sahne, Alter. Ich liebe Sahne, ne? Bist du so einer, der direkt den Mund macht? Also, ja, schon. Also, wenn ich Sahne habe, ne, dann kann es passieren, dass ich am Kühlschrank vorbeigehe und einmal den mal. Mein kleiner Bruder. Das ist auch so einer, der konnte so eine ganze. Der könnte so eine ganze Dose am Stück fressen, Alter. Ich auch. Verrückt. Ja, Sahne ist aber auch mega geil. Ich Alter, mochte. Einfach mega nice. Als Kind mochte ich keine Sahne. Da kann man keine Sahne machen. Deswegen habe ich ja mein Spaghetti-Eis immer ohne bestellt. Aber mittlerweile mag ich Sahne ganz gerne mal. Wenn es irgendwie Kaffee und Kuchen gibt oder so, und dann finde ich Sahne schon geil, muss ich sagen. Ja, magst du vielleicht auch mittlerweile dein Spaghetti-Eis mit Sahne? Das könnte sein, ja. Müsste man mal testen. Müsste man mal testen. Wäre eine Challenge, ja? Ja. Oh, komm, du musst ein Spaghetti-Eis mit Sahne. Ja, wäre eine krass. Kann er das schaffen? Ja, wäre eine Challenge. Ey, die sieht krass aus. Einfach pink, Leute. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Also... Nicht nur, dass es ja überhaupt nicht lustig ist oder so, es ist halt auch einfach nur, ich bin niemand, der sich über Verschwendung aufregt. Ja, weißt du, ne? Ganz genau, das denke ich mir auch schon die ganze Zeit, die bin ich normalerweise auch nicht, aber es ist halt krass auf die Spitze, ne? Es ist ja nicht mal jetzt lustig oder so, der hätte doch, ja. Es war doch gerade genauso hoch, er hätte einfach aufhören können. Er muss stehen. Also. Boah, die schmeckt richtig lecker. Gereicht! Mist. Nimm das hin. Klatsch da drauf, warte. Die ist richtig lecker. Ich hab fast leer, Alter. Krass. Leute. Dann. Alter, da liegt einfach 500 Tonnen Sahne. Oh, die ist fast leer. Oh. Ein Ding. Ich bin drin am Ende, ne? Gönnung, ja. Mm. Ich kann dir sagen, warum wir nicht so viel Erfolg haben, Cole, weil du nicht die Effekte reinmachst, wie jemand und dann an diese Kaugeräusche dann, als wenn es knuspern würde, wenn man in so einen Crepe beißt. Meinst du, das ist der Durchbruch? Ne, so ein richtig crunchiges Kauen, wenn du in einen Crepe beißt, ne, man kennt's. Ja, ja.
Das ist wie ein Chips, ne? Naja. Boah, das schmeckt das lecker. Schmieriges Schweinchen, ey. Komm hier. Wenn du so viel davon hast, kannst du das abgeben, ja. Boah, ist auch nochmal lecker. So, ne? Geiler Dip. Also. Einfach so. Na, essen. Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Letzte Runde. Bist du ready? Ja, bin ready. Go! Und letzte Runde, jetzt entscheidet sich, wer gewinnt. Jetzt entscheidet sich alles, Alter. Ich bin sehr gespannt, wer gleich gewonnen hat. Ob die das sagen. Wenn gleich jemand gewonnen hat, ne? Wenn jemand gewonnen hat, bin ich verwirrt. Und vielleicht sagen sie auch noch, was das Ganze sollte. Bam! Okay, ich bin bei der Speiseglocke hier. 3, 2, 1. Och man, es nervt mich, wenn das leer ist. Ohne Spaß. Und darf ich mal sagen, wenn man einmal Tuckcracker hatte und danach Leibniz, dann hätte man auch genauso gut bei der Daim-Schokolade später nochmal eine Milka hinlegen können. Ja. Das fühle ich. Flache Lack, was soll das denn? Leibniz, boah, ich hasse die, ne? Ich finde die so langweilig. Ja, ja. Guck mal! Der Leibniz ist genauso verpackt! Das eine ist so ausgepackt, das andere nicht! Komm, Alter! Wie kann man sich so wenig Mühe geben? Leute, ich habe übrigens die Haare nicht gewaschen vor dem Video. Weil es mir scheißegal ist. So viel zum Thema, so wenig Mühe geben. Ja. Ach Gott, Alter. Aber sie schmecken irgendwie, oder? Auch wenn sie basic sind. Du hast sie immer voll oft gegessen. Als Kind. Aber jetzt finde ich die so langweilig, die würde ich niemals. Ich finde Prinzenrolle eigentlich immer noch geil, wenn ich ehrlich bin. Ich finde Prinzenrolle auch mega geil. Also davon abgesehen. Aber weißt du, du musst dir kurz die Situation überlegen. Die saßen da vorher, hatten eine Prinzenrolle und eine Leibniz-Packung, die beide wahrscheinlich ungefähr gleich hoch sind. Ja. Und haben sich so gedacht, was packen wir jetzt wohl aus? Nehmen wir die Leibniz-Kekse. Ja. Es ja. War immer so, das war so trocken immer. Meinst du, die hab ich gefallen oder die jetzt? Die. Also, diese Leibniz. Die hab ich echt gefühlt früher. Ja, und die auch. Die fand ich auch voll langweilig. Also echt... ich muss sagen, ich habe auch Leibniz gefühlt. Hast du Leibniz gefühlt? Die habe ich nie so krass gefühlt, nee. Weißt du, was bei Butterkeksen geil ist? Wenn du ganz viele... Wenn du alle Ecken erstmal abbeißt? Nein, nein. Du musst... Alle einzelnen Zähne? Nee, du musst dir ganz viele immer... Du musst halt einen essen und während du den noch isst, den nächsten rein und immer so weiter, bis diese Masse in deinem Mund, diese feuchte, durchgekaute Masse... Ah, ja, das musst du richtig die ganzen ja, Mund füllen. Ja, genau. Ne? Und, dann, ja, und dann musst du den ja, so in die Backen ja, stecken ja, ja. Und immer so diese ja. Masse so rausquetschen und dann immer davon noch so zehren, weil die so richtig... Das ist dann so richtig lecker. So ist eigentlich mega abartig, ne, wenn du mal nachdenkst, aber ja. So isst man die. Ich echt langweilig jetzt ja. Mittlerweile, als Kind weiß ich nicht mehr. Es gab die mal mit Milchfüllung, diese kleinen Boah, Packen. Die waren krank. Diese kleinen, die ne? Waren krank. Das war krank. Die waren aber flach. Die waren so Stern oder so, ne? Wieso gibt's die nicht mehr? Die reden von Oreos, oder? Die gibt's aber nicht mehr. Nee, die, da gab's doch mal solche von. Aber kann sein. Ja, da war irgendwie was. So kleine Mini-Prinzenrolle. Ja, davon war viel geiler früher. Mhm. Ah ja, ich versuche jetzt ganz fein. Oh ja. Nein. Mach den Turm kaputt. Nein. Freunde, wir wollen ja hohes. Genau. Perfekt. Einmal kurz die Kontrolle erlangen. Boah, der Turm ist halt eine Rolle. Weißt du, kein Bild. Ja, ich denke mir auch gerade. Oh Gott. Das ist... Vielleicht ist auch ein Display-Prinzenrolle gleich mit dabei. Ja, aber großes Display dann. So 40 Rollen. Das wäre geil, Alter. Die im Hintergrund. Oh, guck schon, voll trocken. Ich muss schon husten. Wie du dein trockenes Essen dann nebenbei so. Also, schiefe Turm von Pisa. Nicht wackeln. Ich muss einen essen. Nur dann ist... Du musst den wegnehmen, ohne dass das Scheiß. Runter geht. Ja. Dass der nicht fällt. Schwach. So viel Aufwand dafür, dass er eine Ecke abbeißt. Der hätte sich wenigstens einen ganzen... Das Video geht nicht mal mehr eine Minute, Cornel. Ich mache mir ein bisschen Sorgen ja, um die Conclusion. Hier kommt jetzt die Super Mario Kart Siegerehrung. Ja, aber ich feiere diese kleinen von früher besser. Wer kennt die noch mit den Sternen? Trockenes Sandwich Review. Komm, ich mag besser. Yes. Was? Was? Ja, aber gib mal ein bisschen. Und diesen Buttergeschmack noch. Ohne Witz. Das fühle ich, ey. Das könnte eine geile Kooperation sein. Ne? Alles mal. Kein Boah. No joke, Mann. Boah, Alter, voll lecker. Ich mach jetzt auch mal eins, Alter.
Und eine schöne Grüße an Sinti und Alex. Ihr habt uns hier auf YouTube abonniert und die Glocke aktiviert. Danke dafür. Das einmal machen, wenn ihr auch was grüßen wollt. Und uns auf Instagram vor allem folgen. Marfit und mir, Keltenfitti. Dort das neueste Bild liken und mit Hashtag Glocke aktiv kommentieren. Dann habt ihr die Chance, hier eingeblendet zu werden. Denn pro Account sucht man immerhin aus, wenn wir einblenden. Deswegen uns beiden folgen und viel Glück. Also, so ja, ich sage dir jetzt, wie es ist, Cornelius. Abschließend nach diesem Video sage ich, das war kein Content. Warum war das kein Content? Ist ja nichts gewesen. Die haben ja nichts gemacht. Die haben nichts gemacht. Die haben nichts gesagt. Die haben nicht mal das, was da stand, eingehalten. Ja, das war nichts. Also, wenn man wirklich, also einfach, das war ja gar nichts, ne? Weiß nicht, ob man da noch was anderes zu sagen kann, aber meiner Meinung nach war das nichts. Keine Ahnung, ich fühle mich irgendwie ein bisschen benutzt. Ja, das war ja, was war das? Also, was habe ich da jetzt gesehen? Kannst du mir das kurz erklären, was ich da gesehen habe? Ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Ich würde sagen, lass uns auch mal so Content produzieren. Wir müssen auch ein Video machen, hohes versus flaches Essen. Du kaufst, wir müssen dann, okay, warte, wir regeln das jetzt, okay? Wollo? Mhm, ja. Ich bin jetzt Schnick, Schnack, Schnuck, ja? Ja, okay. Du halt einfach eins in die Kamera. Ja, mach ich. Okay. Ich habe einen Stein. Ach so. Ach so, okay. Ich dachte, wir machen erst einen Stein, okay, Schnuck. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Jetzt habe ich Papier. Ich habe Schere. Ja, okay, du hast gewonnen. Das heißt, du darfst dir aussuchen. Möchtest du hohes Essen oder flaches Essen einkaufen? Warte, mal kurz überlegen. Ich möchte flaches Essen einkaufen. Okay, dann kaufen wir jetzt jeder, also du vier flaches Essen-Sachen und ich kaufe vier hohes Essen-Sachen. Und dann werden wir diese Challenge auch machen und wir werden dann darüber ab... Und der Gewinner, der die geileren Sachen hat, der gewinnt dann. Okay. Ja? Ja, das wäre Content. Okay. Das wäre Content. So hätte man daraus Content machen können. Könnt ihr bald... Aber das war doch kein Content. Nee, keine Ahnung. Könnt ihr dann in ein paar Wochen auf unserem Kanal sehen. Abonniert auf jeden Fall, Leute. Das war, also keine Ahnung. Vor allen Dingen, die Sachen waren ja auch beide teilweise flach. So. Ja, das war lame. Das war halt einfach. Also das war wirklich lame as fuck. Ja, ich werde richtige hohe Sachen kaufen. Und dann schauen wir mal. Ja. Gut, Leute. Dann hoffen wir mal, es hat euch gefallen. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss mir jetzt ein paar Displays bestellen. Bis dann, ab jetzt Leute. Jedes Video von Marvin und Calvin erstmal gucken. Geil. Bis dann. Ciao.